Und damit willkommen bei einer neuen Episode Widget im Duoplay-Format. Und das ist Episode 2. Mit an Bord ist wieder die Melodia. Ja, und wir müssen hier mal ganz kurz warten. Genau gesagt noch 1 Minute 15 mittlerweile. Oder sie finden noch die versteckte Hexe, bevor wir wieder mitmachen können. Aber es ist natürlich auch ein guter Moment, mal um zu schauen, was denn hier so die Mitspieler machen. Da war da die Wassermelone, Waterlemon wollte ich gerade sagen. Melon, die Wassermelone hier. Sieht ja ziemlich cool aus. Da unten, ja. Herr Ente, finde ich auch gut. Herr Ente ist auch sehr gut. Sehr nice, Nick. Steve the Pirate. Die haben alle so coole. Darkfire. Hey, die haben zum Nick passende Klamotten an. Das ist irgendwie ziemlich witzig in der Runde. Gerade hier Steve Pirate. Gut, vielleicht, oder was heißt vielleicht, du kannst ja in Steam deinen Namen immer mal ändern. Ja, wahrscheinlich haben sie das irgendwie angepasst. Haben sie sich den vielleicht gemacht. Wobei, wenn er vielleicht Pirate irgendwas Piratentyp heißt und es gibt passende Sachen im Spiel, ist ja nur noch cooler, ne? Ja, auf jeden Fall. So, sie finden ihn offenbar nicht. Da werden ordentlich Props gecheckt. I have all the recipes. Okay, also ist er wahrscheinlich ein Kochbuch. Pink and normal? Nee, was? Oder es geht woanders rum. Ich dachte, das wäre ein Hinweis. Willst du gewinnen? Ja. Und jetzt können wir damit machen. So, jo. Was bist denn du in der nächsten Runde? Ah, es kommt von der Map drauf an, oder? Ja. Cool, ja, Junge. Darkfire. Das sind alles so coole Nicks. Insane Boat. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Jetzt dürfen wir ja mit abstimmen. Oh, Schneehauch. Ja, gehen wir nach Schneehauch. Schneehauch, Schneehauch. Ein paar Stimmen für Theater? Nee, Schneehauch wird's wohl. Auf nach Schneehauch. Schauen wir doch mal. Ja, ich nehme das wieder mit. Los geht's. Wie man hört, erkundet Melodia gerade noch die Karte ein bisschen. Gucken. Ob ich wieder Hexe bin oder Jäger. I know some secrets in this map, like a cake. Ah ja, okay. Ich bin eine Hexe. Ich auch. Na dann. Gutes Verstecken. Ja, dir auch. Ich nehme hier die Trittplatte, um hier ein bisschen weiter wegzukommen. Oh, hier oben bin ich fehl am Platz. Ah, was bin ich denn mal? Ich bin der Käse. So, Käse. Ich räume noch von dannen ein bisschen. Ich räume unter den Tisch hier. Wobei, es ist, glaube ich, ein scheiß Versteck. So, ich bleibe hier liegen. Oh, ich denke, wir liegen hier auch ganz gut. Ich glaube, ich liege hier beschissen. Ich bin ein Apfel. Übrigens. Ich versuche hier mal... Ah, ich bin schon getroffen. Ich muss auf jeden Fall aus der Gestalt raus. Ich habe bloß noch 8 HP. Schnell! Du schaffst es. Das war ein doofes Versteck. Okay, ich war danach eine... Contro hat Couch geschnappt. Ich war danach eine Leiter. Das war vielleicht eine blöde Idee. So, wo bist du, Melodia? Wir finden dich. Versteck. Wir finden dich. Ich habe leider keine... Wieder mal vergessen, das Huhn mitzunehmen. Herr Ente hat Steve the Pirate geschnappt. Gepard hat Watermelon geschnappt. Geopard. Entschuldigung. Geopard. Ja, ich habe halt irgendwie auch so einen Knoten in der Pfunge. Ja, ich habe so viel gelesen vorhin. Ich glaube, davon kommt's. Ich habe das Wort Wassermelone von uns nicht rausgekriegt. Ja, ist manchmal so, weil man dumm im Kopf ist gerade, ne? So. Ja, so ist das halt. Wo ist sie denn versteckt? Wir finden sie. Nein. Ihr helft mir zu. Das mag ich nicht vorlesen. Ach, so viel Käse hier. Käse. Käse. Oh. Junge geschnappt. Au, Mist! Ah, ich war zu spät. So ein Ärger. Melodia lag da bestimmt wieder irgendwo am Eingang rum. Nee, also ich glaube nicht. In dem Fall nicht. Ich war ein Apfel.
Ich dachte, ich könnte ihn noch ablenken mit meinen Pilzen, aber nein. Konnte ich nicht. Ich muss das Huma wieder mitnehmen, das ist lustiger. So. Was haben wir denn hier noch? Ein Topf? Eine Bank? Bist du eine Bank? Nein, eine Leiter? Ganzer Marktstand, das wäre sehr übertrieben. Ja, hatte ich erst überlegt, ob ich den nehme. Ja, hier lag ich übrigens. Brauchst nicht weiter suchen, hier ist keiner. Ich lag da rum als Apfel. Schlägt da irgendwo ein Huhn Alarm? Ich habe halt leider keinen Huhn dabei gerade. Ich finde hier schon wieder nichts. Dieser Watermelon geht mir ganz schön auf den Keks. Ja, mir schreibt auch so viel da unten. Ich blende den Chat gleich mal aus. Ich muss das irgendwie, mich die ganze Zeit darauf konzentrieren. Ey. Ich weiß nicht. Der hat meinen Huhn platt gewalzt. So, wir wollen ja auch nicht irgendwas von Watermelon lesen, liebe Freunde. Deswegen würde ich den Chat jetzt einfach mal deaktivieren. Das ist ja unser Spiel und nicht dem Watermelon sein Spiel. Und schon ist er keine Rede mehr wert. Und wir suchen weiter. Hm. Die Leiter, das wäre jetzt auch mies gewesen. Ja, die liegt irgendwo im Startpunkt rum. Wie viele sind es denn noch? Nur zwei. Grumpy. Eine nur noch, glaube ich jetzt. Nein und nix. Einer ist erwischt worden noch. Ja. 10 Sekunden. Ja, wer weiß, wo der wieder ist. Wahrscheinlich irgendwo dazwischen geschwurbelt. Gibt so ein paar Spotte, wo man hier echt nicht entdeckt wird. Ja, ich glaube, wir waren ziemlich nah dran. Oh, nein! Hier rollt selber ein Brett. Ich hätte ihn fast gekriegt. Ah, so ein Ärger. So ein Brett. So ein Brett. 172 Props gecheckt. Not bad. Ich hab nix. Hat aber nicht gereicht. Naja, egal. Mein Kessel schon fast wieder voll. Nächste Runde krieg ich wieder ein paar Items. Ich geh jetzt zum Rosenfriedhof. Mm-mm. Ah, Luakiki. Ja, dann gehen wir auch nach Luakiki. Ich nehme das Huhn mal wieder mit, hatte ich ja gesagt. Luakiki. So. Luakiki. Oh, dieses Motion Blur, ey. Oder dieses unfreiwillige Motion Blur nenne ich es mal liebevoll. Hm. So. Ich bin eine Hexe. Ich bin ein Jäger. Okay, dann verraten wir lieber Melodie mal nicht, was wir jetzt in der Runde sind. Ich bin eine Hexe. Na doch, versuch. Okay, also wie ihr jetzt an dem hier gerade sehen könnt, der schmeißt mit Tomaten. Man kann auch andere Waffen freischalten. Oh, der hat eine Pizza in der Hand. Cool. Voll geil, ich möchte auch andere Waffen machen. Ich möchte auch eine Pizza. Müsst ihr eine bestellen? Mach ich gleich. Erstmal hier noch spielen. So. Erstmal den Couch finden. Couch finden, dann können wir hier Pizza bestellen. So, wir sind gut versteckt, denke ich. Manchmal sind die offensichtlichsten Verstecke die besten Verstecke. Das sind geile Fischgräte, ich glaube, ich bin die Fischgräte gleich. So verlockend, die Fischgräte zu sein, aber. Nein. Wir gedulden uns. Wie die Smiley? Ich glaube, wir liegen zu offensichtlich rum. Wir? Ja, ich hatte es jetzt bezogen auf meine Zuschauer und mich. Ja, ja, klar. Ich finde dich trotzdem. Ich hau ab. Ja, das, ich glaube, du kommst nicht mehr dazu, weil ich bin definitiv entlarvt. Nein. Ja. Nein, und ich habe es nicht mal gesehen. Ja, ich... Ist halt blöd, wenn man einen Apfel in einem Topf ist, oder? Einen Apfel in einem Topf. Ich fand das Versteck halt cool. Oh. Ich hatte es jetzt nicht so wirklich... ernst genommen, dass ich lange drin bleibe, sagen wir es mal so. So, jetzt sind wir mal im Vergleich zur vorherigen Runde so schlau und checken hier mal alle Kokosnüsse am Baum. Und Bananen. Ich sah gerade was an mir vorbei. Hey, die Mupfel! Bleib stehen, wo du bist. Hier ist definitiv irgendwo eine Hexe. Ah, ich habe eine gefunden. Oh, ich bin verwirrt.
Ja, ja. Definitiv Alarm? Ja. Warum? Gibt's doch nicht. Ich muss hier doch mal irgendwen finden, ey. Da sind's denn nur einige. Hä, mein Huhn hat doch gerade die Alarm geschlagen. Das gibt's doch gar nicht. Auch nix. Dieses Boot sieht verdächtig aus. Auch nix. Gibt es das? Sieht verdächtig aus. Alles verdächtig aus. Der war echt mies versteckt, das sehe ich dann hier. Jetzt ist es ein Teddy. Ein Früchte-Teddy. Früchte-Teddy auf Abwägen. Hahaha. Solltet ihr das in meiner Aufnahme hören, das ist nur die Melodie, die wie Irre hier rumklickt und Props checkt. Hey, ich habe eine Hexe verfolgt. Und ich schnapp mir dann die Hexe, die sie nicht ganz gekillt hat. Oh, ich hab voll den Run jetzt hier, die dritte Hexe erwischt. Ding. Ich war verwirrt. Hat man gehört. Erinnert mich an Don't Starve. Ah. Wäre übrigens auch ein gutes Spiel für Two-Play-Format. Könnt uns ja mal wissen lassen, ob euch Don't Starve Together interessieren würde. Schreibt's uns in die Kommentare. Noch, ich schaue genau rein. Ich muss erstmal kurz checken hier dabei. Lego gewinnen? Ja. Sehr schön. Juhu. Runde für uns. Sehr gut. Haben wir was gerockt? Nein. Oder eher nicht für uns. Das ist halt immer schwierig zu sagen. Ja, doch. Sobald du konvertiert bist, bist du das andere. Guck, Gewinnbonus. Ich glaube aber, der Gewinnbonus als Hexe ist größer, wenn du es schaffst. Das kann sein, ja. Lower Kiki, Lower Kiki. Ja, gehen wir nochmal nach Lower Kiki. Gerne doch. So, ja, ja. Hier liegt eine Mupfel. Und Kerzen. Oh, hier ist so eine Schatzinsel, wie es aussieht. Hier liegt noch eine Trophäe. Ach, ist das cool. Ich mag die Map. Ja, Lower Kiki ist cool. Bei Cooler Cooler finde ich auch echt cool. Cool, cooler. Am Cooler Cooler finde ich cooler. Autsch. Ich bin eine Hexe. Ich auch. Verstecken wir uns denn? Ich wollte das benutzen. Da danke ich. Bin ich ein faules Kissen und liege rum? Ich hoffe, locken. Du bist so eine angebissene Melone. Ich bin so eine angebissene Melone. Hui! Melone auf Abwägen. Eingesammelt. Abgebissenes Melonenstück. Oh Gott. Oder liegt noch ein Stern rum? Aber ich kann da nicht jetzt hier. Ah, ich schwimme auch noch. Das ist ja gemein. Ich hau mal lieber weiter noch ein Stück ab. Ich schmeck bestimmt noch voll gut, wenn ich gefunden werde. Oh oh. Ich glaube, es war eine dumme Idee. Ich glaube, ich liege auch echt beschissen. Ich glaube, es wird nicht lang dauern, bis der Erste mich gehittet hat. Oh. Okay, der wird schon mal von jemand anderem abgelenkt. Kann es sein, dass du so ein großes Boot bist? Nein, ich bin kein Boot. Diesmal sage ich dir aber nicht, was ich bin, bevor dann wieder gleich kommt. Hehehe, jetzt wissen wir ja, was die Melodie ist, weil die hat es ja schon rausgeplappert. Oh. Ich war als Melone nicht so gut versteckt. Ja, es ist manchmal auch ein Glücksspiel, ne? Jetzt jemand genau in die Richtung guckt oder nicht. Oder doch. Das ist auf jeden Fall mega lustig. Nein, Mist! Ich wollte gerade sagen, manchmal muss man auch nur Glück haben, dass eine andere Hexe an einem vorbeigerollt kommt und dann kommt der einfach direkt und schießt mich von hinten ab, der andere. So ein Unglück. Naja gut, da war es schon wieder vorbei. So ein Ärger. Wo ist der Kausch? Wo ist der Kausch? Der Kausch muss irgendwo am Wasser sein, wenn er gesagt hat, bist du das Boot hier? Nee, ich bin
Jäger. Ich bin schon gefangen worden. Ach, du bist. Hast du gar nicht mitgekriegt. Doch, ich war in einer besten Kolonie. Ich hab mich ein bisschen blöd versteckt. Achso, ich hab's ganz verpasst. Wie viele sind's denn noch? 4. Das hab ich verpasst. Du meinst wohl weggequatscht. So ein Ding, das können wir mal einsammeln. Schwupp. Gehen wir ein paar mehr Punkte. Bunte Ball. Ist das Schirm? Ist hier jemand da unter dem Schirm? Nein, ist keiner unter dem Schirm. Okay. Dann. Nochmal Kissen. Äpfel. Melon. Polonkos. Irgendwas. Hier liegt noch Eis im Haufen rum. Ich schmeiß mal das Huhn mit dazu. Komm. Also, mein Huhn findet aber anschließend. Also, aktuell auch nichts, wollte ich sagen. Hm. Irgendwie gut versteckt. Besser als wir auf jeden Fall. Ja. Pizza. Nein, das ist nicht die Pizza. Ah, hier oben liegt noch was. Ja, auf jeder Karte irgendwo eine Pizza versteckt ist. Sicherheit. Ja, ich habe schon fast jeder eine gefunden. Special Items gibt's auch. Stimmt, irgendwo hier im Wasser. Bei Easter Eggs auch versteckelt. Naja, im Wasser ist gar nicht so einfach sich zu verstecken, weil man schwimmt automatisch als Prop. Das ist relativ fair, dass man sich in den Wellen nicht verstecken kann. Oder halt eben nur bedingt. Hat man ja wunderbar bei mir jetzt als halbe Wassermelone gesehen. Das nicht so viel gebracht hat. So. Ich habe einen Seestern im Wasser gefunden, aber der war es auch nicht. Ich hatte die Hoffnung, dass der es ist, aber 10 Sekunden, ich glaube, es wird nichts. Ich habe auch schon wieder viel zu wenig Huhn geworfen in der Runde. Huhn? Papa? Gibt's doch nicht. Ja, ich auch schon dreimal. Gut, Wichsen gewinnen. Huch, da kam gerade eine. Gehüpft. Naja, gut. Nicht so schlimm. Das war nix. Egal, nächste Runde wieder. Upsala. Plups, plups, plups. Da, 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 da. Zur geselligen Kartoffel. Nein, zum Theater. Zum Theater. Ich will lieber ins Theater. Du willst ins Theater? Theater. Theater. Oh, es wird Schneehauch. Schneehauch. In Schneehauch kann ich mich nie verstecken. Ich auch nicht. Vielleicht hab ich Glück und ich bin direkt Jäger. Schauen wir mal. Warten, bis alle Spieler bereit sind. Oh, ist auch ein Schneemann, der ist ja auch interessant. Hui. Man weiß immer nicht, ob es gut ist, fliegen zu können oder sich in ein Objekt direkt zu verwandeln. Und lieber aufs Fliegen zu verzichten, das ist echt schwierig. Eieieiei. Ich bin eine Hexe. Ich bin Jäger. Das ist nicht gut. Ich bin ein Jäger. Ein Jäger, ein Jäger. Gerade nochmal meine Fähigkeit getauscht, jetzt bin ich doch Jäger. Naja, egal. Egal, so ist das. Huch. Hallo, Mister. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mich verstecke. 3, 2, 1. Versteckt oder nicht? Ich komme. Ich möchte gern das werden. Das ist cool. Könnte ich das werden? Nein, das geht nicht. Oder? Nein, ich habe nicht genug Magie. Jetzt bin ich das. Nicht gut. Nicht gut. Uno. Wo ist der Coach schon wieder hin? Ach. Gibt's das? Ich war gerade genau da, wo du jetzt warst. Jetzt habe ich dich schon wieder nicht gefunden. Das gibt's auch nicht. Sterb doch nicht immer so schnell. Da kann ich dich nicht jagen. Ja, ich hatte es schon erwähnt auf Schneehauch, da finde ich einfach kein gutes Versteck. Schneemann war vielleicht eine lustige Idee, hat aber nicht funktioniert. Die sind so auffällig. Die werden immer direkt abgeschossen, wenn die jemand sieht. Ist hier jemand drin? Nö.
Hier ist jemand drin. Irgendwo ist hier jemand. Das hat doch gerade geborgt. Schmeiß mal meinen Hund irgendwie zu weit. Irgendwo. Wer weiß. Wir werden es nie erfahren. Ich sammle mal das Ding hier noch ein. Flup. Oh, sind nur noch drei. Ha-da-da-da-da-da-da-da-da. Ist eine Hexe auf dem Haus. Ah, ich hab's ja. Ja, hat sie mir vor die Nase weggeschnappt noch. Ich suchte einer gar nicht richtig. Ich steck bloß drauf rum. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Einer ist noch da. Und eine Minute haben wir doch. Benutzt auch kaum, oder? Ich? Auch noch manchmal. Ja, Jäger gewinnt. Sehr gut. Sehr gut. Fein, fein. Da reden wir jetzt mal nicht drüber. Über 2,13 Meter. Achso. Kein Wunder, dass es so schnell geschnappt wurde. Cola, 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 ich mag Cola, Cola. Okay, nein, dann würde ich vorschlagen, gehen wir noch eine Runde nach Cola, wir Cola. Wir gehen in den Grunewald. Okay, dann halt doch nach Grunewald. Ja, und dann? Und nach dieser Runde wäre es gut an der Zeit für eine ganz kleine Aufnahmepause. Ja, das Ende der Folge naht. Das Ende der Folge naht. Was bist du? Eine Hexe. Ich auch. Oh, Mist. Ich weiß noch nicht, wo ich hingehe. Ich vergesse immer, das Fliegen wieder mitzunehmen. Ich kann besser mit Fliegen spielen. Ich nicht. Verdammt. Ich versuche mich mal noch irgendwo schnell wegzukullern. Ich bin eine Weinflasche. Eine Weinflasche? Ich muss mich cool. Hier dazwischen irgendwie quetschen noch so. Vielleicht sind wir hier relativ sicher. Oh oh. Oh, ich bin gar nicht da. Verdammt. Hier muss doch irgendwo was sein, in das ich mich verwandeln kann. So. So. Ob das so eine gute Idee war, ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir werden es herausfinden. Ja. Oh, hier ist eine Hexe an mir vorbeigelaufen. Die sich gerade in das daneben mir verwandelt hat. Mal gucken, ob das, naja, schauen wir mal. Vielleicht kann ich zur Not den Jäger austricksen. Und auf die andere Hexe locken. Bei mir ist auf jeden Fall ein Jäger irgendwo in der Nähe und hat sich gerade rumgehobt. Ich höre auch was in der Nähe, aber ich... Doch, da ist er. Da. Mal schauen. Die sind nach wie vor noch versteckt. Oh Gott, hier sind sogar zwei. Hier sind sogar zwei. Oh Gott, oh Gott. Oh, und sie haben die andere Hexe gekriegt. Vielleicht lassen sie mich dann in Ruhe. Wäre ja gut möglich, oder? Nein, er lässt mich nicht. Oh Mist, der hat mich sogar geschnappt. Nee. Tja. Da war
war es das für dich? Naja, Zeit, um dich zu finden. Da bin ich gespannt, ob du mich findest. Bist du das Kissen? Nein, ich bin kein Kissen. Wie kommst du denn da drauf? Oder Stuhl ist gar nicht da. Oder ist er auf der anderen Seite? Der eine Jäger ist auch lustig, der schmeißt seinen Huhn weg und rennt komplett davon. Was durchforstet der nächste Jäger hier alles? Und wir bleiben noch eine Minute 35 versteckt, hoffentlich. Oh nein, ein Huhn schlägt Alarm. Hau ab, du blödes Vieh. Eine Minute. Zehn. Oh, bei mir ruckelt es leicht. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm in der Aufnahme. Es sind noch drei Hexen über mit mir. Und noch eine Minute. Oh, jetzt habe ich langsam richtig viele Hühner an der Backe bei mir. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich entdeckt werde. Jetzt checken zwischen Eis in der Umgebung bei mir. Aber wenn wir es schaffen, den Jäger noch ein bisschen zu verwirren, kommen wir vielleicht nochmal fort. Sekunden, das war super knapp. Ich hatte mich schon bereit gemacht, meinen Prop zu wechseln. 20 Sekunden. Siehst du mich? Nein, ich sehe dich, glaube ich, nicht. Also bist du nicht der, der hier bei mir ist, weil bei mir ist hier auch irgendwo einer. Oh, jetzt wird es nochmal eng für mich hier. 10, 9, 8. Und wir rollen mal raus, ist unser Versteck noch. Oh, hier bin ich. Hab mich nicht gefunden. Hey, wo bist du? Jawohl. Was warst du? Eine Weinflasche hinter einem Stuhl versteckt. Die haben den ganzen Raum auseinandergenommen, aber mich nicht gefunden. So, ja. Und damit haben wir uns nochmal erfolgreich in der letzten Runde versteckt. Und ich würde vorschlagen, liebe Melodia, wir bedanken uns bei unseren Zuschauern fürs Zusehen. Ja, und bis zur nächsten Folge Duo Play. Freuen uns auf die nächste Folge und sagen mal ciao, ciao. Tschüss.